Menschen und die diesmal werden wollen, willkommen zurück bei Lego Indiana Jones hier auf meinem Hobbykanal des Knickers Welten. Wir haben in der letzten Folge viel geschafft und ich hoffe mal, dass wir heute genauso viel hinkriegen können. Wir haben ein Steinchen und springen da runter. Das ist der falsche Film. Wir wollen zum letzten Kreuzzug. Auf geht's. Flucht mit dem Motorrad. Klingt gut für mich. Ich muss wieder auf seinen Vater aufpassen, wie immer. Ah, das ist die Stelle, wo ich, wo man im Quick Adventure durch die ganzen Zollpassage musste. Die ganzen kleinen Wachstationen. Na, wo welche Adventure rede ich? Na, guck doch einfach mal meine Beschreibungen. Da sind doch alles Sachen drin, da müsst ihr wissen. Alle vorherigen Indie-Adventure. Und dann nachschauen. Und die Spieler natürlich auch, ne? Versteht sich. So, basteln. Komm, basteln. Letzte Aufnahme schon wieder eine Woche her. Knapp über eine Woche. Fällt mir gerade schwer, ein bisschen hier was zu machen. Ich habe gerade 6 Tagesschichten. Aber noch kann ich das handeln. Oh, das ist kaputt, Indy. So, das haben wir gemacht. So. Ziehen mal hier. Nehmen daraus einen Schraubenschlüssel und ziehen mal da. Gut, wir haben jetzt ein Motorrad. Und noch andere Sachen. Was haben wir hier? Super. Den blauen wollen wir, eine goldene wollen wir. Gib da, gib, 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 gib. Knarre. Alter, eine Knarre. Eine Knarre und eine Knarre. Und eine Peitsche in hier, die volle Ausrüstung. Mehr brauche für keinen Film. Hm. Das reicht noch nicht. Was, wenn wir jetzt doch auf dem Schiff flüchten möchten? Kann ich tauchen? Ist da was? Nein. Okay. Ich will aber nicht damit fliegen. Ich will jetzt hier, na gut. Ist wirklich meine Entscheidung, wie es ausschaut. Reparieren wir also das Motorrad. Wenn es denn sein muss. Gut. Ne, immer brav Sachen einsammeln und auf geht das. Ist nicht so, wie ich das vorhatte. Henry, geh in den Beifragen. Na egal. Ich denke, ich muss mit dem Ding die Dinger da steuern. Irgendwie geht das schon. Irgendwann geht das schon. Wann? Oh ja. Zucker, 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 Zucker. Zucker, Zucker. Ah, schau einmal, guck. Schau mal nach oben. Auf geht das hier. Heizen. Sammeln. Jetzt fahr nicht im Weg rum, wenn ich jetzt sammeln muss. Solche Passagen müssten die Sachen eigentlich direkt immer zum Spieler fliegen. Das ist kein gutes Game Design. Hat am besten jemand davon noch nie ein Spiel gemacht. So. Ich übernehme. Bitte nicht hin, Junior. Aber man muss ja auch keine Spiele gemacht haben, um sie beurteilen zu können, ne? Wie wahrscheinlich Restaurantkritiker selbst nicht vernünftig kochen können.
Gehe ich mal von aus. Schaukowski, Leute. Flucht nach vorne. Alter. Kann man halt auch so machen, ne? Und so geht das auch. Jetzt nochmal bitte. Ich schätze mal, ich muss eine Brücke bauen. Absteigen. Und dann gerade 1 von 3. Okay, komm mal zurück. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Kann ich mal irgendwie boosten? Da war doch irgendwas, ne? Genau. Das meinte ich. Nur macht er den coolen Stunt, dann bin ich auf Wolke schneller. Finden wir es raus. Oh. Innen springt der Vater in den Tod nach. Das ist doch doof. Anmerkung, ich kenne das Spiel noch nicht, ne? Ernsthaft? So scheiße. ungut. Ganz knapp. Ja! Genauso respawn, wie ich es mir gewünscht habe. Dankeschön. Wer so aussieht, bekommt eins auf den Latz. So. Aufmachen. Eine Karre aus dem Weg. Ist alle fertig. Brauche ich die Mütze? Guten Tag. Super, ne? Gut. Ciao. Hey. Wie unfreundlich. Immer schnell den Charakter wechseln, damit ich keine Verluste habe. Diese Sprungpassage müssen denen ganz toll gefallen haben. Gib mir das Motorrad. Yeah. Oh nein, Minen! Kann das Motorrad drauf schieben? Muss aber nicht. Ich habe genau an der Stelle übrigens mein Mikrofon im Weg, so dass ich über die Minen nicht sehe. Minen bringt richtig Geld. Ja. Yeah. Wenn ich überlebe. Hallo Motorrad. Ich brauche die, habe ich gehört. Ich will sie nicht haben. Ich mag das Springen nicht, aber. Wow. Hol das Geld zurück. Danke. Das ist doch was. Was ist das? Ein Schatz. Räusper.
Vorsicht, Nazis. Mach ich. Gib mir deine Mütze. Mach mal auf, ne? Kommt da gerade Patrouille mal angefahren? Ist ja was. Geschafft. Noch ein Schatz. Hast du wohl gedacht, ich sehe dich nicht, ja? Mein Freund. Okay. Kann man die Motorradsachen besser kaputt machen? Nur irgendwie Gegner nicht, mir scheint. Hey. Unfreundliche Strategien hier. Gib mir das Geld. So, und die Knarre. Uns beide. Hier müssen wir was ausbuddeln. Das wäre drin. Wir müssen unsere Gegner befreien. Okay. Entschuldigung. Das war ein Ausrutscher, Vater. Ich kann es auch klein hauen. Okay. Lass uns reden, mein Freund. Na, sehe ich schick aus oder was? Ja, klar, Mann. So, wir schauen uns hier mal um. Da oben ist ein Brief und da ist ein Schlüssel. Irgendwas dahinter? Nein. Ich box euch weg. Ah, ausgetrickst. So, da ist eine Schaufel. Inis Vater, hol mal kurz das Ding. Muss buddeln. Habe ich nicht instant Buddeln gekauft normalerweise? noch einer, komm. In der Regel schon. Okay. Eine Geheimpassage, die geheim ist. Indy? Was habe ich denn hier? Ich kann einen Traktor reparieren damit. Oder auch nicht. Also nochmal, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, ne? Hätte ich das hier bereits einmal gemacht, hätte ich das vielleicht gleich gewusst. Das sind zwei. Respawne bitte. Der Faust. Schlüssel. Wie reparieren wir das Teil? Ich habe nämlich keinen Schraubenschlüssel dabei. Ungünstig. Na gut. Müssen wir erstmal so weitermachen. Übrigens, ne? Ich kann's noch. Auch im hohen Alter, kein Problem. So.
Also darum drehen sich Windmühlen. Verstehe. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich bin stolz darauf. Mein Geld. Mein verdammtes Geld. Dankeschön. Was mache ich denn hier? Ach so. So, hier ist ein Schatz versteckt. Ist okay für mich. Bist du? Kopfnuss? Das gibt hier Zwiebelquetsche, Junge. Noch mehr Knarren? Ich habe das Gefühl, ich vermisse Sachen. Aber ich kann nicht wahrscheinlich irgendwie steuern. Den Kram kann ich bloß zerlegen, aber es gibt nichts zum Bauen. Ich irgendwas machen. Wenn ich diese Sachen gejätet habe hier in diesem wunderschönen Spiel. Nö. Schau mal nicht. Musst du sterben. Kann ich euch irgendwie drehen, bewegen, ziehen, schieben? Wofür bist du hier? Hätten wir eine Dame dabei, könnte diese Welt hier wahrscheinlich da hochspringen. Haben wir aber nicht. Und deswegen, ja. Ist das bloß eine Verwirrung des Dings? Wahrscheinlich nicht mit dem Motorrad da runterspringen. Oh. Nein, das geht schon mal nicht. Dinge können nicht rückwärts fahren. Auch ärgerlich. Schau dir aus. Mit euch nicht um den gleichen. Halt euch auf. Okay, was machen wir jetzt hier? Kann ich die Dinger hinten anfassen und drehen irgendwie? Indy, kannst du die irgendwie peitschen? Wenn wir uns eine weitere Bazooka holen und sie sprengen. Uns eine weitere Panzerfaust? Uns eine weitere Panzerfaust geholt. Manchmal muss man einfach Sachen in die Luft jagen. Kann ich die Tür sprengen? Nein. Ich hole mal eine neue. Ich brauche generell immer frische Panzerfäuste. So. Du hüpfst noch so gut wie in alten Tagen, Vater. Hey! Toll, Panzerfaust ist weg! Gut.
Ich schon erwähnt, dass Spiele, wo es auf Geschicklichkeit ankommt, nicht so mein Ding sind. Komm, Indy. Aha, man kann die Sachen springen. Das wollte ich wissen. Den G-Schaft? Den brauchen wir jetzt. Ach Leute, ihr stört doch bloß. Ihr habt keinen spielerischen Nutzen für mich. Na endlich. Das sind Minen, ne? Passt auf, Leute. Ist gefährlich für euch. Sehr gefährlich. Ui, ist das gefährlich. Okay, weiterfahren. Deren Motorräder despawnen. Die spawnen. Ja, nee. Was soll ich denn bitte dagegen tun? Hilfe? Vielleicht nicht der Vater verbringt. Kümmert euch um euren eigenen Gegner. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich verprügel sie. Na, warte. Gibt's ja einen auf die Goschen. So, ich muss weiter schießen. Nicht dich. Nicht das. Nicht das. Das mit dem, mehreren Leute, die zusammenlaufen, das stoppt mich noch immer mit diesem Spiel. Einen sind wir jetzt los. Dankeschön. Unser Geld. Mehr davon. Ende du auch. Jetzt brauchen wir ein paar Bazooka-Action. Genau, hau ihn einen auf den Kopf. Einfach mal Leute mit Panzerfäusten sprengen. So wie es sein sollte quasi. Oh, Entschuldigung. Indy, komm! Junior. Indy Junior. Was bringt denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne schneller zwischen den Charakteren wechseln können. Nicht warten müssen, bis einer wieder neu da ist. Weil man hat halt diese kleine Wartepause, ne? Es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß, aber es ist kein perfektes Spiel. Kritik muss sein. Ich kann sie nicht groß bekämpfen, außer mit den Dingen. Deswegen,
Jeder nimmt sich eine und los. Bazooka-Schaden ist immer dabei. Haben wir es jetzt? Brauchen wir eine dumme Mütze? Egal, nehmen wir mit. War es das hier jetzt? Auch schön. Wo mache ich das jetzt auf? Ach, der oben braucht wahrscheinlich noch einen letzten Schliff hier. Ja, das war verdammtes Faust Jones wieder mal. Keiner mehr in der Bazooka. Jetzt geht's auf. Toll. Ihr regelt das schon und wir regeln mal hier uns vom Acker. Schnell. Nee. Ha. Level abgeschlossen. Flucht mit dem Motorrad haben wir durch. Wir sind kein Abenteurer geworden diesmal, glaube ich. Wir haben viele Steine gesammelt. Und wir haben Teile eines Artefakts. Leute, das war eine interessante, mitreisende und für mich ein bisschen frustrierende Folge. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und am nächsten Mal geht es weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und bis denn, euer Nussknacker.